Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Wachtelvideo. Ihr wundert euch bestimmt, dass es schwarz wie die Nacht ist. Das ist Absicht. Das heißt, bei euch ist alles gut. Wir möchten heute ein ganz spannendes Thema zusammen uns anschauen, denn wir möchten heute gemeinsam schieren. Dazu haben wir ganz, ganz viele Rückfragen bekommen, wo es wirklich darum ging: Hey, liebes Wachteshop-Team, können wir nicht mal gemeinsam in die Eier reingucken, was es für Möglichkeiten gibt, woran sehe ich, was gut ist, woran sehe ich, was falsch gelaufen ist, was für Hinweise kann mir das Schieren geben, außer okay, es ist ein Küken drin oder es ist kein Küken drin. Und genau das möchten wir uns heute in diesem Video gemeinsam anschauen. Und ich glaube, das wird wirklich ein ganz spannendes Thema, weil wir ein paar tolle Eier rausgesucht haben, die super zum Anschauen sind. Fangen wir mit diesem hier an. Das ist perfekt entwickelt. Man sieht wunderschön den Embryo selbst, wie er sich entwickelt hat. Das ist das natürlich mit dem Licht immer ein bisschen schwierig, was das Scharfstellen angeht, aber wir kriegen das hin. Man sieht den Embryo selbst, wie er sich toll entwickelt hat. Man sieht die Blutgefäße. Die verbreiten sich schon richtig toll, wirklich spinnennetzartig. Man sieht hier einmal schon sehr, sehr weit. Das sieht total super aus. Der geht auch, oder das Ei geht direkt wieder in den Brüter. Aber so sieht es nicht immer aus. Und deswegen werden wir uns jetzt ein paar Eier angucken, wo es eben nicht so optimal gelaufen ist. Und der Einfachheit halber haben wir nicht nur Legewachteleier genommen, denn Legewachteleier sind aufgrund der Pigmentierung gar nicht immer so einfach zu schieren. Aber es sind auch Legewachteleier dabei, aber eben auch noch andere Wachtelarten, damit man gewisse Phänomene einfach besser sehen kann. So, das perfekte Ei haben wir uns gerade schon angeschaut. Jetzt geht es unperfekt weiter. Hier ist das ganz klassisch unbefruchtete Ei, aber warum zeigen wir euch gerade das? Weil das natürlich schon auffällig alleine aufgrund seiner Form ist. Es ist eigentlich ein Blauschuppenei und wir sehen, es ist sehr, sehr lang gezogen. So sieht man es, glaube ich, noch ein bisschen besser. Es ist sehr, sehr lang gezogen, es ist sehr schmal, es läuft extrem spitz zu, was eigentlich sehr untypisch ist. Solche Eier sind in den meisten Fällen leer, das heißt, in den meisten Fällen entwickelt sich hier kein gesundes Küken. Solche Eier braucht ihr in der Regel auch überhaupt gar nicht erst einlegen. Prinzipiell gilt immer bei euren Bruteiern, die ihr einlegt, dass ihr auf eine gleichmäßige Form achten solltet und natürlich auf jeden Fall darauf achten solltet, dass die Eier nicht zu groß und nicht zu klein sind. Auch hier haben wir ein leeres Ei, aber wenn ihr so ein Ei seht, dann sollten immer auch ein bisschen die Alarmglocken angehen. Natürlich kann es auch mal ein Einzelfall sein, dass die Eischalenqualität hier so schlecht ist. Das Ei ist rissig und tatsächlich sieht man auch, es geht einmal so gut wie rundherum. Eigentlich doch hier auch so ein bisschen, also eigentlich sieht man einmal komplett rundherum, wie das die Eierschalenqualität nicht gut ist. Das heißt, solltet ihr solche Eier bei euch vermehrt entdecken, ist das ein Hinweis darauf, dass euren Tieren etwas fehlt, dass gegebenenfalls ein Kalziummangel vorliegt oder eben auch andere Nährstoffe nicht genügend vorhanden sind. Das heißt, da auf jeden Fall gucken, was ihr wie supplementieren könnt, damit dieser Mangel beseitigt wird. Hier haben wir ein schönes Beispiel für einen relativ gut zu erkennenden Hexenring. Hier auf der Seite ist er nicht so optimal zu erkennen, aber spätestens hier auf der Seite ist er ganz, ganz eindeutig zu erkennen. Ein Hexenring deutet darauf hin, dass das Ei befruchtet war, dass eine Entwicklung angefangen hat, aber diese in einem sehr, sehr frühen Stadium abgebrochen ist. Wir haben einige Beispiele vom Hexenring heute mit dabei, die unterschiedlich ausgeprägt sind, dass man eben auch einfach mal sieht, wie unterschiedlich das Ganze aussehen kann. Hier sieht man, dass der Embryo doch relativ früh abgestorben ist und wie gesagt ganz eindeutig zu erkennen hier an diesem Hexenring. So. Hier. Nee, ich dachte, hier hätten wir auch einen Hexenring, hier haben wir keinen. Auch hier ein ganz normal leeres Ei und jetzt, Moment, ich zeige euch das nochmal, jetzt so sieht man das sehr, sehr schön. Man sagt immer, wenn man ab einem gewissen Tag schiert, dann hat man so diese sogenannte Glühbirne, das heißt, entweder das Ei ist dunkel oder es leuchtet wie eine Glühbirne und das Beispiel ist hier wirklich perfekt. Also wenn ihr ja am besten noch kurz vor dem Schlupf schiert und eure Eier leuchten euch so entgegen, na, dann könnt ihr ganz sicher davon ausgehen, dass da kein Küken drin ist. Und wir empfehlen auch auf jeden Fall, solche Eier vor dem Schlupf zu entfernen.
So, hier haben wir jetzt ebenfalls einen Hexenring, der natürlich bedeutend schwächer zu erkennen ist. Das heißt, hier haben wir wirklich nur diesen kleinen, kleinen Rand. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein nicht gut ausgewählter Hexenring, aber ein Hexenring. Und hier seht ihr eben auch wieder diese schlechte Eierschalenqualität mit dem großen Unterschied. Und das ist mir jetzt wichtig, deswegen möchte ich euch das unbedingt zeigen. Bei dem anderen Ei hatten wir wirklich flächendeckend eine schlechte Eischalenqualität. Hier haben wir letztendlich nur hier, man sieht auch hier, das ist eindeutig eine Aufprallgeschichte oder eine Druckgeschichte, den Bruch in der Eierschale und den Knacks. Der Rest der Eierschale sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, das heißt, da haben wir keine brüchigen Stellen, poröse Stellen und so weiter. Das heißt, wenn ihr so ein Ei habt, dann kann das auch schlicht und ergreifend ein Schlagabkommen sein. Gegebenenfalls kann ein Tier draufgetreten sein, es kann gegen ein anderes Ei geditscht sein und so weiter. Das muss nicht zwingend ein Zeichen für eine schlechte Eischalenqualität sein. So, dann haben wir hier quasi das Absterben noch vor dem eigentlichen Hexenring, kann man sagen. Das heißt, wenn dieses Ei oder dieses Ei, wenn ein Ei so aussieht, sagen wir es so rum, wenn ein Ei so aussieht, dann ist es quasi abgestorben, noch bevor sich überhaupt der Hexenring auch ausbilden konnte. Das heißt, dieses Ei ist wirklich nach ganz, ganz wenigen Tagen, oder dieser Embryo hat nach ganz, ganz wenigen Tagen aufgehört, sich zu entwickeln und ist im Ei abgestorben. Wie gesagt, das ist dann das, was später der Hexenring werden würde, ein, zwei Tage später. Aber so ist es einfach sogar für den Hexenring noch zu früh. Ganz typisch sind diese Hexenringe übrigens unter anderem auch dafür, wenn die Eier gegebenenfalls schon ein bisschen zu alt waren. Das heißt, die Küken haben angefangen, sich zu entwickeln, aber es hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Und hier, mal gucken, ob man das jetzt noch sieht, das sieht man leider nicht mehr, weil das Ei schon einen Tag jetzt hier liegt außerhalb des Brüters. Da konnte man noch gestern sehr schön sehen, das war quasi der, also ich sag mal maximal der anderthalbte Tag. Da bildet sich dann auch kaum etwas aus, ist schwer zu sehen, aber man sieht in dem Moment einen ganz zarten Rotschimmer. Aber wie gesagt, das sieht man jetzt nicht mehr. Das ist die Henne mit der besagten Eischwäche. Und hier habe ich euch nochmal ein normales, in Anführungsstrichen heiles Ei von ihr mitgebracht. Und auch hier seht ihr tatsächlich unheimlich viel diese Mini-Risse in den Eiern. Deswegen empfehlen wir tatsächlich auch, wenn ihr die Eier einlegt, ihr müsst es nicht machen, aber ihr könnt es machen, dass ihr sogar vor dem Einlegen nochmal einmarschiert. Solche Eier tatsächlich würde ich gar nicht großartig einlegen. Man kann es probieren, klar, man kann dem eine Chance geben, aber in der Regel entwickelt sich das nicht so gut. So, als letztes Ei haben wir hier noch ein Harlekin-Wachtelei. Und Harlekin-Wachteleier lassen sich ähnlich schön schieren wie Legewachteleier. Das heißt, man sieht es relativ schwierig. Aber ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Ich würde das mal so ein bisschen drehen. So sieht man es, glaube ich, am besten. Auch hier habt ihr ein abgestorbenes Ei, auch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium. Das hier wäre in einem besser zu schierenden Ei ein ziemlich eindeutiger Hexenring. So erkennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr es so sehen würdet, einen starken Rückstand im Vergleich zu den anderen Eiern in dem gleichen Brüter. Wenn ihr eben genau hinschaut, seht ihr hier wirklich auch diesen typischen Ring ausgebildet. Gerade Legewachteleier und auch Harlekin-Wachteleier oder generell Eier, hoppala, oder generell Eier, die sich relativ schwierig schieren lassen, empfehlen wir auf jeden Fall immer im Dunkeln zu schieren. Wenn ihr jetzt solche Eier hier habt, das ist jetzt ein Beispiel für ein Madagaskar-Perlwachtelei, die könnt ihr natürlich auch super im Hellen schieren, aber je dunkler die Eier pigmentiert sind, je dicker auch zum Teil die Eischale ist, desto eher empfehlen wir euch das Schieren im Dunkeln, damit ihr eben auch wirklich die Details sehen könnt und nicht nur sehen könnt, hey, ist da ein Ei oder ein Küken drin oder ist da eben keins drin. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, mit uns gemeinsam mal in die Eier reinzuschauen. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt uns gerne, egal ob über WhatsApp, E-Mail, Kommentar, Social Media, wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf euch und eure Anregungen, wünschen euch und euren Wachteln noch einen wunderschönen Abend. Ciao und bis zum nächsten Video, eure Anne.